بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Erstmal, liebe Geschwister im Islam und sehr geehrte Zuschauer, das Thema von heute ist: Hat der Islam beziehungsweise hat der Prophet Mohammed von außerislamischen, heidnischen Quellen abgeschrieben. Warum rede ich über dieses Thema? Weil dies eben behauptet wird. Es wird von einigen, die den Islam mit ihrem Mund bekämpfen wollen, behauptet, dass der Koran von Mohammed a.s. geschrieben wurde, dass es keine Offenbarung von Gott ist, sondern dass er von anderen Schriften die Inhalte im Koran und auch in der Sunna in seinen Aussprüchen abgeschrieben, kopiert hätte. Und für uns als Muslime erstmal, auch für die Nicht-Muslime, die eventuell zuhören, ist es halt wichtig, dass wir unsere Religion mit Worten und Argumenten verteidigen. Denn wir glauben, dass diese Religion die einzig wahre Religion zu beziehungsweise der einzige wahre Weg zu Gott ist. Allah sagt im Koran in Sure Ali Imran, das ist die dritte Sure, Vers 85: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, sie wird von ihm nicht angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Dies natürlich unter der Voraussetzung, dass er die Botschaft auch erhalten hat. Allah sagt im Koran in Sure 17, das ist Surat al-Isra, Vers 15: وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَثَ رَسُولَ. Wir haben nicht eher bestraft, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Das heißt, wer nichts von der Botschaft wusste, beispielsweise weil er es nicht verstehen konnte, war vielleicht geistig behindert oder beispielsweise weil er irgendwo in einem Gebirge aufgewachsen ist, wo man nie etwas vom Islam gehört hat oder in einem Wald oder was auch immer. Hier ist eine andere Sache, was heute nicht das Thema ist. Diese Personen bekommen am jüngsten Tag nochmal eine Chance bzw. eine Probe, die darüber entscheidet, wo ihre Endstation sein wird, Paradies oder Hölle. Jedenfalls, wie ich schon gesagt habe, es wird behauptet, dass Mohammed von anderen Quellen abgeschrieben habe. Für uns als Muslime ist es erstmal wichtig, sowas auch zu verteidigen, nicht nur um den bzw. sowas zu widerlegen, nicht nur Menschen den geraden Weg zu zeigen, sondern auch um selber ein tiefgründigeres Wissen über die Religion zu haben. Und dies ist der Dschihad mit der Zunge. Und dazu sagte Ibn Qayyim al-Jawziyya: Al-Da'watu Jihadul bil-Qalbi wal-Lisan wa qad yakunu afdal min al-Jihad bil-Yad. Die Dawa, der Aufruf, manche sagen auch Missionierung, ist der Dschihad, was manchmal als heiliger Krieg übersetzt wird. Mit dieser Übersetzung stimme ich nicht so überein, aber wie gesagt, das hört man häufig. Ja, ist der Dschihad mit der Zunge und mit dem Herzen. Und er kann manchmal, oder er kann besser sein als der Dschihad mit der Hand, weil es im Endeffekt darum geht, unsere Botschaft zu schützen. Und ich habe hier, ich lese hier kurz gleich etwas vor, von so einem Artikel, der geschrieben wurde, um das eben zu behaupten, dass Mohammed von anderen Quellen abgeschrieben habe. Aber bevor ich darüber spreche oder bevor ich diese Scheinargumente widerlege, muss man erstmal eine Grundlage im Islam verstehen. Der Islam ist aus islamischer Perspektive nicht wirklich eine Religion, die vor ca. 1400 Jahren das erste Mal mit dem Propheten Mohammed, Friede und Segen mit ihm, auftrat. Sondern der Islam ist eine Religion, die mit dem ersten Menschen Adam auftrat. Denn Islam bedeutet Ergebung, Hingabe, Unterwerfung. Und dies ist das Konzept aller Propheten.
Alle Propheten kamen vom selben allmächtigen Gott mit derselben grundlegenden Botschaft. Diene dem einen wahren Gott und unterlasse die Anbetung der falschen Götter. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran in Sure 16, Vers 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا, das ist die Sure Nahl, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِبُ الطَّغُوتِ. Wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte erweckt, auf dass sie die Menschen lehren, diene dem einen wahren Gott und unterlasse die Anbetung der falschen Götter. Wenn wir uns auf die Spurensuche begeben, beispielsweise schauen wir, was in der Bibel steht, von der wir als Muslime glauben, dass sie teilweise richtige Inhalte beinhaltet und teilweise verfälschte Dinge beinhaltet, dann finden wir dort Spuren dieser Aussagen. Zum Beispiel in Matthäus 26, Vers 39 steht, dass Jesus drei Schritte weiter ging und fiel mit seinem Angesicht zu Boden und betete. Zu wem betete er? Zu Gott. Was sagte er dort laut Bibel? Also er bat darum, dass er nicht sterben muss, und sagte aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Laut dieser Aussage, wenn wir sie als authentisch betrachten, müssen wir nicht unbedingt, aber ein Christ würde diskussionshalber sie ja sowieso als authentisch betrachten, ist das, was Jesus hier macht, was? Es ist Unterwerfung, Hingabe. Er unterwirft seinen Willen dem Willen des allmächtigen Gottes. Deswegen sagt er laut diesem Vers, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wenn wir Moses sehen, das erste Gebot, höre Israel, ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt aus Ägypten, aus dem Sklavenland, du sollst dir keine Götter neben mir nehmen. Das heißt, kein nichts Anbetungswürdiges, nichts anderes neben Allah anbeten. Was haben wir eben gesagt, was steht im Koran? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّغُوتَ. Wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte erweckt, dass sie den Menschen lehren, diene dem einen wahren Gott und unterlasse die Anbetung der falschen Götter. Denn alle Götter, alle Anbetungsobjekte, weil Götter sind Anbetungsobjekte, es gibt nur einen richtigen Gott und alle anderen sind falsche Götter. Genau. Das ist was? Das ist ein Götzendienst. Das ist falsch, andere anzubeten neben Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, der Islam, so wie wir ihn heute kennen, die Unterwerfung, Hingabe gegenüber Allah, ist keine neue Religion, die vor 1400 Jahren gekommen ist, sondern der Prophet alayhi salam ist vor 1400 Jahren so gesehen mit der Urreligion aller Propheten in ihrer vollendeten Form gekommen. Urreligion aller Propheten in ihrer vollendeten, vollkommenen Form. Und wenn wir gelesen haben, dass Allah in jeder Gemeinschaft Gesandte erweckt hat, dann wundert es uns auch absolut kein bisschen, wenn wir zum Beispiel von Religionen hören, die irgendwo auf der Welt sind, wo es bestimmte Spuren gibt, die mit dem Islam übereinstimmen. Warum? Weil wir uns als Muslime vorstellen können, dass zum Beispiel in Indien, in Südamerika, in Afrika irgendwo ein Prophet gewesen ist und das gelehrt hat und dass sich über die Zeit, so wie auch beim Christentum, die Schriften verändert haben, nicht erhalten geblieben sind und nur noch Spuren der ursprünglichen Botschaft erhalten geblieben sind. So wie es bei dem Christentum auch der Fall ist. Jesus kam mit der wahren Religion, die gelehrt hat, diene meinen Herrn und euren Herrn. So wird Jesus a.s.w. zitiert im Koran. Aber was sehen wir heute? Heute sehen wir, dass die meisten Christen auf der Welt glauben, dass Jesus Gott ist und alle, dass es der Sohn Gottes ist und gestorben ist für die Sünden der Menschen. So. Warum ist das so? Die Bibel ist verfälscht worden. Und das ist auch etwas, was heutzutage moderne Wissenschaftler, wie beispielsweise Bert Ehrman, beispielsweise, der hat viele Bücher darüber geschrieben, die ich auch hier an dieser Stelle empfehlen kann. Er ist ein Bibelwissenschaftler. Bert Ehrman ist ein Bibelwissenschaftler, der streng evangelikal gewesen ist
und dann mehr über die Bibel erfahren wollte und in die Bibelforschung hineingegangen ist und dann auf einmal vor dem Problem stand, dass es halt Widersprüche gab, die nicht zu klären sind. Wie beispielsweise, und wir als Muslime, wie ihr wisst, wir glauben, dass Jesus alaihi salam, Isa alaihi salam, Friede mit ihm, nicht gekreuzigt wurde. Ausgerechnet in der Kreuzigungsgeschichte finden sich in den vier Evangelien die meisten Widersprüche. Ich gebe ein Beispiel. Matthäus 27, Vers 4. Dort steht, dass Jesus, als er gefangen genommen worden ist, ja, dass Judas, nachdem er gekreuzigt wurde vielmehr, also der ihn angeblich verraten hat, es bereut hat, dass er ihn verraten hat und dafür einen Lohn bekommen hat aus Silber. Und dann ging er zu den Pharisäern, Schriftgelehrte, in den Tempel und sagte zu ihnen, hier, ich bereue, dass ich ihn verraten habe. Ich habe unschuldiges Blut sozusagen auf meinem Gewissen. Und dann, hier, ich will euch diesen Lohn zurückgeben. Ich habe einen Fehler gemacht. Dann sagten sie, was geht uns das an? Das ist dein Problem, sinngemäß. Dann hat er diese Silberstücke genommen, hat sie in den Tempel reingeworfen und dann ist er hingegangen, hat Selbstmord begangen und sich erhangen. In Apostelgeschichte 1, Vers 18, auch das Neue Testament, direkt das Buch nach den vier Evangelien, die meisten Gelehrten des Christentums gehen davon aus, dass es auch von Lukas geschrieben wurde, der auch der Autor des dritten Evangeliums ist. Ja? Dort steht, dass derselbe Judas mit demselben Geld es nicht in den Tempel reingeschmissen hat, weil er es bereut hat, sondern sich davon einen Acker gekauft hat. Und auf diesem Acker fiel er hin, kopfüber hin, und sein Leib barst auseinander und seine Eingeweide fielen hinaus. Es sind zwei völlig verschiedene Geschichten. Beim einen kauft er sich von dem Geld einen Acker, bei dem anderen schmeißt er das Geld weg. Bei dem einen macht er Selbstmord, bei dem anderen fällt er auf dem Acker, den er gekauft hat, sinngemäß auf die Schnauze und sein Leib barst auseinander, die Eingeweide fallen hinaus. Es sind Sachen, die nicht miteinander vereinbar sind. Und dann versuchen bestimmte evangelikale Christen das zu verteidigen, indem sie sagen, ja, die Schriftgelehrten haben dann den Acker gekauft. Und die haben den Acker, das heißt also, es ist eigentlich sein Geld gewesen. Erstmal, wenn ich mein Geld nehme und schmeiße mein Geld in die Gegend und du kaufst danach davon eine Coca-Cola, heißt das nicht, ich habe die Cola gekauft. Wenn ich allerdings dir das Geld gebe und sage, geh mal davon eine Cola kaufen, dann kann man mir den Kauf zuschreiben. Aber nicht, wenn ich das Geld losgeworden bin. So, dann sagen sie ja, dann sagst du ja, wie ist das denn mit dem Kopf übergefallen und die Eingeweide fielen hinaus und bei dem anderen Mal hat er sich erhangen. Dann sagen sie, ja, der Ast ist gebrochen und dann fiel er vorne über. Man sieht, man versucht irgendwas an den Haaren herbeizuziehen, was einfach unehrlich ist und keinen Sinn ergibt. Denn wenn du erstmal hangen bist, und das griechische Wort hier, da habe ich mich erkundigt, ich kann selber kein Griechisch, bedeutet zum Tode erhangen. So. Wenn ich erstmal hangen bin, bin ich steif. Wenn bricht vor der Ast, weil ich zappel oder mache oder tue. So, und wer hat jemals im Leben davon gehört, dass jemand sich erhangen hat und dann brach der Ast ab und seine Eingeweide für? Hat er sich an einem Zweig erhangen? Man nimmt, wenn, einen stabilen Ast, wo nichts passieren kann. So, dann, wenn ich runterfalle, falle ich mit den Füßen nach unten und nicht kopfüber. Weil ich hänge hier mit dem Kopf. So, wenn ich jetzt falle, falle ich nicht kopfüber runter. So, weil da steht kopfüber runter. Ist einfach nicht der Fall. Drittens, wenn ich schon tot bin, wird bei mir alles steif. Es ist nicht mehr, dass alles flüssig ist im Körper. Das heißt, wir brauchen da gar nicht großartig drüber zu reden. Es ist eigentlich jedem klar, dass das einfach nicht stimmt. Ich habe das einmal einer Nicht-Muslimin vorgelesen. Und da meinte sie, wie? Das steht in derselben Bibel? Und ich will nicht die Christen jetzt beleidigen, ich sage nur, was hier gesagt wurde.
Weil das einfach eine Person ist, die nicht irgendwie etwas sich an den Haaren herbeiziehen will und auf Teufel komm raus, wie man sagt, irgendwie versucht, eine Ausrede zu finden, sondern einfach eine ganz normale Person ist, die getauft wurde und was auch immer. Und sie sagt, welcher Idiot hat denn dann die Bibel geschrieben? Das ist ihre Aussage gewesen. Das sind ganz klare Fehler. Und das ist nur einer von vielen. Einer von vielen. Ja, ich will gar nicht so viele jetzt erwähnen. Es gibt so viele Widersprüche, ja, die man gar nicht aufzählen kann. Aber das ist zum Beispiel auch einer, den der Bart Ehrmann aufzählt. Okay? Wir sagen erstmal, Allah sagt uns im Koran, ja, und wir haben zu dir das Buch mit der Wahrheit herabgesandt, das heißt den Koran, um zu bestätigen, was davor war, und Muhaiminen alayh, und um Richter darüber zu sein. Was ist davon richtig, was ist davon falsch? Das heißt, es kann durchaus noch Weisheiten geben, aber mit der Zeit sind falsche Dinge hineingekommen. Okay, kommen wir zurück zum Thema. Uns wundert es also nicht, wenn wir irgendwo auf der Welt in irgendeiner für diese Menschen heiligen Schrift oder Überbleibsel heiligen Lehre etwas finden, was mit dem Islam übereinstimmt. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Islam davon abgeschrieben hat. Weil diese Vorwürfe kommen meistens von Christen. Wenn die Christen sagen, das ist der Fall, weil es Dinge gibt, die Parallelen haben, dann müssen sie gleichzeitig sagen, ja, das Neue Testament ist vom Alten Testament abgeschrieben worden, weil im Neuen Testament stehen Sachen, die im Alten Testament stehen. So, also das heißt, die vom Neuen Testament haben vom Alten Testament abgeschrieben. Und das ist übrigens das, was die Juden zum Beispiel den Christen vorwerfen. Dass sie sagen, ihr habt einfach von dort Sachen genommen und habt einfach euer Neues Testament an unser Altes Testament dran geheftet, damit ihr dadurch mehr Glaubwürdigkeit habt. So. Wir schauen jetzt mal hier an. Sie fangen an, die Quellen des Koran, sie reden immer sehr gehässig, ja, so nach dem Motto, ja. Ja, guckt ihr mal an, wie bescheuert die Muslime sind, so nach diesem Motto. Als erstes zählen sie auf Quelle der heidnisch-arabischen Religion. Da kommen sie zum Beispiel mit dem Namen Allah. Ja, die Leute in der arabischen Halbinsel, die haben ja auch schon ihren Gott Allah genannt. Dazu sagen wir erstmal, Freund der Sonne, schlag mal die arabische Bibel auf. In der arabischen Bibel steht, فَبِدْءِ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Am Anfang erschuf Allah Himmel und Erde. Dort steht der Name Allah in der arabischen Bibel. Zweitens, und Jesus hat auch nicht zu Gott Gott gesagt. Jesus hat zu Gott was gesagt? Allah. Das ist nämlich Aramäisch. Jesus hat Aramäisch gesprochen. Jesus hat nicht Englisch gesprochen und nicht Griechisch. Jesus, Isa a.s., hat Aramäisch gesprochen. Und Aramäisch ist eine Sprache, die verwandt, eine semitische Sprache ist, die verwandt ist mit dem Hebräischen und mit dem Arabischen. Arabisch, Hebräisch und Aramäisch sind semitische Sprachen. So, das erstmal dazu. Dann, es wird dann immer so dargestellt, das ist jetzt was ganz Neues für die Muslime. Das haben die Muslime noch gar nicht gewusst, dass das so war. Das steht überall im Koran. Das steht überall im Koran. Das wissen wir, das ist uns bekannt. So, unser Prophet hieß Muhammad ibn Abdullah. Sein Vater ist Abdullah, Diener von Allah. Das ist eine Sache, die uns bekannt ist. So, das ist aber keine Sache, die von irgendwas kopiert wurde. Aber welcher Prophet war denn vorher dort gewesen in der arabischen Halbinsel? Wer war in Mekka gewesen? Ismail war dort gewesen. Und dann gab es noch andere Propheten, arabische Propheten, wie Saleh beispielsweise, Hud, Shu'aib. Das waren arabische Propheten gewesen in dieser Gegend. So, das heißt, das ist nicht etwas, was uns wundert, dass es schon Leute in dieser Gegend gab. So, dann wird erzählt, ja, die Kaaba. So, die Kaaba wurde 60 vor Christus von Diodorus Siculus als Ort der Anbetung beschrieben.
Bereits vor Mohammed war die Kaaba als Tempel für viele Gottheiten benutzt worden. Ach, ehrlich? Das haben wir aber alle gar nicht gewusst. Das wird so dargestellt wie so, ach, das ist jetzt was ganz Neues. Das ist etwas Bekanntes. Das weiß sogar jedes kleine Kind aus dem Resala-Film, dass dort 360 angebliche Gottheiten drumherum waren. Und was hat der Prophet Abelie gemacht? Er hat die Kaaba davon gereinigt. Weil ursprünglich ist die Kaaba von wem gebaut worden? Von Abraham, Ibrahim und Ismail, seinem Sohn. Zu was? Um Gott, Allah, alleine zu dienen. Dann kommen sie mit der Hadsch, die Pilgerfahrt. Ja, das haben die alten Araber schon gemacht. Und hier ist genau dasselbe passiert. Die Hadsch, die Pilgerriten, hat uns wer gelehrt? Ibrahim, a.s. Deswegen werfen wir zum Beispiel dort die Steine. Wo? An den Stellen, wo er seinen Sohn opfern soll. Deswegen schlachten wir an dem Tag. Deswegen ist das das Opferfest. Das geht auf Ibrahim und Ismail zurück. Das ist nicht etwas, was uns überrascht. Das heißt, die alten Araber hatten schon eine Religion und dann kamen Leute mit anderen Dingen und haben den Götzendienst dort eingeführt. Aber ursprünglich fing es mit der reinen Religion an. Jetzt geht's weiter. Namas. Das ausgestorbene Volk der Sebeer, das vorher auf der arabischen Halbinsel lebte, hatte täglich 7 feste Gebetsabende. Mohammed übernahm 5, einschließlich deren Namen. Die Sebeer beten für Toten, Muslime ebenso. So. Da haben sie schon mal hier wieder eine Quelle, angeblich Quelle von den Sebeern. So, was ist mit Sebeer? Es ist kein Problem zu denken, dass sie irgendwo eine Botschaft hatten und dass die Namen dort waren. Dass sie Namen von Gebeten hatten. Übrigens, das ist einfach erstmal das, was er behauptet. Ob das stimmt, dass die Sebeer wirklich diese Namen hatten, habe ich nicht überprüft. Brauche ich aber auch nicht zu überprüfen. Warum? Weil es im Endeffekt, und das werdet ihr gleich sehen, eher unsere Religion bestätigt. Das widerlegt unsere Religion nicht. Das ist sogar, was er hier bringt, ein ganz starker Beweis dafür, dass der Islam die richtige Religion ist. Dann geht es weiter. Ramadan geht angeblich auch auf die Sebeer zurück. Okay? Also, dann. Jetzt kommen sie mit Quellen des jüdischen Talmuds. Quellen des jüdischen Talmuds kommt jetzt. Also, aus dem jüdischen Talmud hat wohl die namens Haggadah, hat wohl der Prophet alaihi salatu wassalam angeblich Lawhul Mahfuz übernommen, dass es so etwas gibt. Also das hat er aus dem Talmud übernommen. Dann, dass Satan sich geweigert hat, Adam anzubeten, hat angeblich aus einer talmudischen Schrift namens Pseudepigraphen aus dem 1. Jahrhundert, das Leben Adams und Evas, das sind wahrscheinlich irgendwelche apokryphe Schriften, die irgendwo verschollen sind, von denen hat er das genommen. Der muss echt alles ausgegraben haben, was irgendwo verschollen gelegen hat, um das zusammenzubasteln zu einer Religion. Ja, dann, Kain und Abel, die Geschichte von Kain und Abel wird im Targum von Jonathan ben Uzia erwähnt. Also das Buch hat er auch irgendwo gefunden. Hat er das. Obwohl damals die Bücher gar nicht irgendwo vorhanden waren. Es gab keine Büchereien oder irgendwas. Dann Abraham. Kenntnisse Mohammeds über Abraham stammen aus der jüdischen Legende der Midrash Rabbah. Oh, okay, die Midrash Rabbah, da ist er auch irgendwie dran gekommen. Die gab es zwar nicht auf Arabisch, aber irgendwie konnte er das entziffern. Ah, okay, alles klar. Der Besuch der König von Saba. Okay. Dass der Quelle liegt das zweite Targum des Buch Esters, außerbiblisch nahe. Das heißt, noch nicht mal aus der Bibel. Noch nicht mal aus der Bibel. Das heißt, er hat noch nicht mal aus der Bibel zitiert, sondern der ist sogar an außerbiblische Schriften gekommen, wo heutzutage nur die größten Forscher, die mit Archäologen und so weiter zusammenarbeiten, rankommen. Was der für Zugänge hat, Wahnsinn, ne? So, dann weiter. Harut und Marut in Sure 2, Vers 102. Das haben sie, die IGD haben sie von Midrash Yalzut aus dem Talmud Midrash Yalzut. Und von Armeniern. Okay, da haben sie noch eine Quelle gefunden. Harut Marut. Da ist er auch irgendwie dran gekommen. Da ist er also auch irgendwie dran gekommen. So, dann weiter. 7 Himmel, 7 Höllen aus der jüdischen Tradition des Hagiga Suhal. Also die finden irgendwo etwas, was mit dem Koran übereinstimmt. Und dann sagen sie, das heißt also, Mohammed hat von dort abgeschrieben. Der hat Shlomo Mahfuz aus dem Talmud genommen und die 7 Himmel aus dem und das hat er von denen übernommen und das von denen. Es geht weiter. So dann.
Quelle der neutestamentlichen Apokryphen. Was heißt Apokryphen? Apokryphen sind Bücher, sinngemäß, die unauthentisch von der Kirche erklärt wurden, von den Kirchenvätern, und deswegen nicht in das Neue Testament hineingenommen worden sind. Das heißt, die hatten sozusagen viele, viele Bücher gehabt, ja, von denen hier einige erwähnt werden, weil der Mohammed, der muss laut deren Vorstellung der größte Forscher der damaligen Zeit für testamentliche Apokryphen gewesen sein. Und dann hat er sich von hier das genommen und von da das und von da das. So, hier. Also, da ist zum Beispiel die, sind eine Legendensammlung. Ja, die Apokryphen sind eine Legendensammlung über Jesus, die von der ersten Gemeinde und Kirchenväter abgelehnt wurden, weil sie nicht von den Aposteln stammen. In manchen christlichen Sekten wurden sie wie das Neue Testament wertgeschätzt. Okay, so. Es wird nicht genau erwähnt, was jetzt genau. Okay, Jesus. Sein Name im arabischen Koran laut seltsam ist er Isa. Es wird berichtet, dass er unter einem Palmenbaum geboren wurde. Nachzulesen ist das gleichfalls in der Geschichte der Geburt. So. Das hat er aus dem Evangelium der Kindheit, eine apokryphe Schrift. Die haben heute nur die modernsten Forscher kommen an diese apokryphe Schrift, weil sie die irgendwo ausgegraben haben mit Archäologen und so weiter. Weil es gab ja damals keine Büchereien, wo du reingegangen bist und konntest jedes Buch kaufen. Ihr müsst euch vorstellen, zur damaligen Zeit war es so gewesen, wenn du ein Buch schreiben wolltest, erstmal das Papier war nicht so wie heute, ja, und die Tinte war nicht wie heute. Du hattest also hier etwas zum Schreiben, eine Feder. Und dann musstest du feste rein, dann wieder. Das heißt, einen Buchstaben zu schreiben, hat schon eine ganze Weile gekostet. Deswegen sagen zum Beispiel heute Gelehrte, dass es nicht vom Adab ist, nicht vom Benehmen, ist eine Abkürzung für Sallallahu Alaihi Wasallam zu machen. Warum? Weil Al-Bukhari zur damaligen Zeit, als es so schwer war zu schreiben, immer Sallallahu Alaihi Wasallam ausgeschrieben hat. Obwohl das nicht so einfach war wie heute. Okay, der hat nicht irgendwie eine Abkürzung dafür genommen, der Imam Bukhari und andere große Gelehrte. Okay, so dann. Hier, es geht weiter. Die Geschichte von Lehmtauben haben sie aus dem Thomas-Evangelium genommen. Die Geschichte, dass Jesus nicht gekreuzigt war, da gab es eine gnostische Irrlehre, angeblich gnostische Irrlehre, der Basiliden, die im 2. Jahrhundert verbreitet war. Also die Basiliden kannte der. Der kannte das Thomas-Evangelium, das Kindheitsevangelium. Ja, dann. Die Dreieinigkeit. Christen sind erstaunt, in Sure 5, Vers 75 zu lesen, die Dreieinigkeit bestehe aus Gott, Maria und Jesus. Das ist übrigens ein sehr beliebtes Scheinargument. Dass sie sagen, guck mal, Mohammed hat sich vertan mit der Trinität. Er dachte, Mariam gehöre zur Trinität. Er dachte, es wäre Vater, Sohn und Maria. Okay, dann sagen wir zu einem Christen, er sagt, zeig uns den Vers im Koran, wo steht, die Trinität besteht aus Vater, Sohn und Maria. Gibt es nirgendwo den Vers. Sondern im Koran steht, dass Allah zu Isa sagt, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ تَخِذُونِ وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Hast du zu den Menschen gesagt, ihr müsst euch vorstellen, jüngster Tag, alle Menschen stehen dort. Alle sind gespannt. Es kommt die Abrechnung. Die Menschen stehen dort. Jetzt sagt Allah subhanahu, das ist die Deutung dieses Verses. Jetzt sagt Allah zu Isa, hast du zu den Menschen gesagt, nehm mich und meine Mutter zu zwei Göttern neben dir? Und Isa alayhi salam sagt das natürlich, dass das nicht ist. In kuntu kultu faqad alimta, hätte ich das gesagt, du würdest es schon wissen. Ta'alamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, innaka anta 'alamul ghuyub. Wahrlich, du weißt, was in mir ist, ich weiß nicht, was in dir ist, und du bist der Wissende des Verborgenen. Ich sage nicht das, was mir nicht gebührt, mir zu sagen. Was lernen wir hier drunter? Was ist das Gute, dass der Koran sagt, ja, habt ihr mich und meine Mutter zu zwei Göttern neben Allah genommen? Warum? Warum ist das gut? Weil Mariam wird von einigen christlichen Gruppen als was benutzt? Angebetet als Fürsprecherin.
Sie wird angebetet als Fürsprecherin. Es wird nicht gesagt, Mariam ist Gott, gehört zur Trinität. Aber sie wird angebetet, um Fürsprache einzulegen. Was lernen wir dadurch? Wenn du jemanden anbetest, um Fürsprache zu bekommen, was hast du dann gemacht? Dann hast du ihn zu einem Ileh, zu einem Gott gemacht, zu einem Anbetungsobjekt, zu einem Ma'bud. Und wenn du ihn zu einem Ma'bud machst, hast du was gemacht? Hast du Schirk begangen. Es ist sehr, sehr wichtig für uns, das heute zu verstehen. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَّاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Und sie beten neben Allah an, was ihnen weder schadet noch nützt, und sagen, jene sind unsere Fürsprecher bei Allah. Des Weiteren, dass es eine große Anzahl von Christen gibt, die sagen, Mariam ist die Mutter Gottes. Und das ist eine Form von Schirk in den Namen und Eigenschaften, als wenn Gott eine Mutter hat. Deswegen ist dieser Vers so wichtig, dass er so vom Propheten a.s. formuliert wurde. So, weiter. Jetzt. Dann, Grab der Jungfrau Maria, das apokryphe Jakobus-Evangelium liegt als Quelle des Berichts vor. Also das Quelle des, da hat er nochmal, aus Jakobus-Evangelium hat er das nochmal übernommen. So, dann, angeblich. So, dann, Grab der Siebenschläfer, Geschichten der Märtyrer von Gregory von Tours. Okay, an das Buch ist er auch irgendwie gekommen. Der muss die größte Literaturstudent aller Zeiten, obwohl der Analphabet gewesen ist, muss der größte Literaturstudent aller Zeiten gewesen sein. Wisst ihr, wie viele Menschen es gab, die zur damaligen Zeit, und wir sind noch nicht mal bei der Hälfte der ganzen Quellen, es geht noch weiter, nur diese Quellen konnten? Wie viele Menschen? Kein einziger. Es gab nicht einen einzigen Menschen, der zur damaligen Zeit, wo es keine Büchereien gab, wo es kein WLAN gab, wo es kein Google gab, wo du nachgoogeln konntest, der diese Informationen Zeit seines Lebens sammeln konnte. Ihr müsst euch vorstellen, nur ein ganz geringer Prozentsatz der Menschheit war überhaupt alphabetisiert, konnte überhaupt lesen und schreiben. Der Prophet a.s. konnte extra aus diesem Grund nicht lesen und schreiben, damit wir wissen, er kann das von nirgendwo abgelesen haben. Dann geht's weiter. Quelle der Bibel. So, jetzt also, das hat er jetzt von der richtigen Bibel. Hier möchte ich betonen, dass die Bibel erst hier auf Arabisch sowohl das Alte als auch das Neue Testament erst viele Jahrhunderte später überhaupt auf Arabisch übersetzt wurde. Wann ist die Bibel auf Deutsch übersetzt worden? Martin Luther, der hier gelebt hat, in diesem Land, warum war er so bekannt gewesen? Was hat Martin Luther so bekannt gemacht, dass er die Bibel übersetzt hat ins Deutsche? Ja, das ist das, was ihn so bekannt gemacht hat. Und wann ist Martin Luther geboren? 1483. 1483, das heißt 700 Jahre nach dem Propheten erst. Das heißt, es gab zur damaligen Zeit gar keine arabische Übersetzung der in Anführungsstrichen normalen Bibel. Geschweige denn von apokryphen, verschollenen Schriften, die irgendwo später von Archäologen gefunden worden sind, von irgendwelchen Splittergruppen. Okay, weiter im Text. Kamel durchs Nadelöhr. In Sure 7, Vers 40 finden wir wörtlich ein Zitat aus dem Lukas-Evangelium. Also Lukas kannte er auch. So. Dann Quelle der östlichen Religion. Ach, Quelle der östlichen Religion. Paradies. Huris, die große perlenförmige Augen haben, hat er aus der zoroastrischen Religion angeblich. Das heißt, die kannte der auch. Der kannte auch die Schrift der zoroastrischen Religion. Jetzt geht es weiter. Ja? So. Dann Miraj. Die Miraj, ja, mit dem Borak, ja, das haben sie aus dem Buch Testament des Abrahams aus Ägypten. Das heißt, in Ägypten, da hat er auch schnell Ausgrabungen gemacht. Als Archäologe hat er dann dieses Buch gefunden. So. Die Waage, ja, das hat man auch aus dem
Testament Abrahams, aus Buch der Toten aus Ägypten, auch wieder ein Buch aus Ägypten. So. Da hat er dann, das Buch hat er auch irgendwo gefunden. Wann haben die hier in Deutschland angefangen, die Hieroglyphen zu entziffern? Vor wenigen Jahren, kann man sagen. Vor wenigen Jahren. Das heißt aber, Mohammed zur damaligen Zeit, der konnte Hieroglyphen entziffern, der konnte Hebräisch, Aramäisch, Persisch, der konnte alles. Und er konnte Bücher finden, die nirgendwo waren. Der muss unbedingt ein Prophet gewesen sein. Anders geht, ist das nicht möglich. So, dann weiter. Sirat, die Brücke über den tiefen Abgrund, findet man im Shinawat Dinkat, einem Buch der Zoroastrier. Also auch wieder aus Persien. So. Dann Quelle der Hanifiten, nennen sie dann auch noch. Das heißt, wenn man das alles genau betrachtet, ich habe nachgezählt, vielleicht habe ich mich auch verzählt, zählen sie hier 19 unterschiedliche Quellen auf, die zur damaligen Zeit nur wenigen Menschen vorbehalten waren, weil das war ja die Kritik von Martin Luther auch 700 Jahre später, dass die Bibel praktisch nur zugänglich ist für eine Priesterkaste und das normale Fußvolk keinen richtigen Zugang darauf hat. Aber Mohammed, Friede und Segen mit ihm, hatte 700 Jahre vorher auf Arabisch, komplett, wo auch das Papier noch nicht so war, als Analphabet perfekten Zugang zu apokryphen Schriften, die irgendwo verschollen waren. Und das sind hier insgesamt, wenn ich richtig nachgezählt habe, 19 verschiedene Quellen. Was beweist das für uns? Das beweist für uns, was haben wir eben gesagt, uns wundert es nicht, wenn wir irgendwo auf der Welt Spuren finden von Dingen, die der Wahrheit entsprechen. Warum? Weil Allah uns im Koran sagt, wir haben in jeder Gemeinschaft Propheten erweckt. Und weil Allah uns sagt im Koran, Sure 5, Vers 79, über bestimmte Bücher, dass sie geändert worden sind. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابِ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُلُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Und wehe denen, die das Buch mit ihrer eigenen Hand schreiben und dann sagen, dieses von Allah, um damit einen geringen Preis zu erkaufen. Wenn diese Veränderungen bei den Christen und Juden stattgefunden haben, warum sollen sie nicht bei anderen Propheten stattgefunden haben? Weil später Final Update kam. Das endgültige Abschlussupdate. Das wundert uns nicht. Aber Fakt ist, es ist für jeden Menschen der damaligen Zeit absolut unmöglich. Und das Leben des Propheten a.s. ist im Gegensatz zum Leben von Isa a.s. das bestdokumentierteste Leben jedes Menschen, insbesondere in der damaligen Zeit. Wir wissen von ihm, was er als Kind gemacht hat, wo er gewesen ist, wie er gegessen hat, wie er getrunken hat, wo er gesessen hat, wo er beerdigt worden ist. Von welchen Propheten haben die überhaupt heute noch, die haben ja viele Propheten, von welchen Propheten haben jetzt die Juden zum Beispiel wissen, wo das Grab ist? Von den allerwenigsten. So. Von welchen? Das heißt, die Sache ist ganz klar. Und der Prophet, a.s., war bekannt, dass er Analphabet ist. Es war bekannt, dass er niemanden hat, der ihm diese Sachen beibringen konnte. Das heißt, die Sache ist klar und deutlich. Dann kommen sie beispielsweise mit Warraq ibn Nawfal. Oh, Warraq ibn Nawfal hat ihm das beigebracht. Worauf beziehen sie sich da? Auf muslimische Quellen. Okay, dann nimm die muslimische Quelle. Laut dieser muslimischen Quelle in Bukhari, dass der Prophet Warraq ibn Nawfal getroffen hat, war was? War dieser Warraq ibn Nawfal, hat an ihn geglaubt. Er hat zu ihm gesagt, du bist sinngemäß der letzte Prophet. Dann sagen sie, oh, der Prophet hat von Maryam al-Kubtiyya abgeschrieben. Wann kam denn Maryam al-Kubtiyya? Sie kam es in der letzten Zeit, als der Prophet a.s. in Medina war. Zu dieser Zeit wurden aber die Prophetengeschichten, sind in der meisten Zeit mekkanische Suren. Wir haben mekkanische und medinesische Suren. Mekkanische Suren bedeutet alle Suren, die vor der Auswanderung im 13. Jahr nach der Entsendung herabgesandt worden sind, selbst wenn sie nicht in Mekka herabgesandt worden sind. Und die medinesischen Suren sind alle Suren, die herabgesandt worden sind nach der Auswanderung, selbst wenn sie in Mekka herabgesandt worden sind. Und meine Schätzung ist,
95% der Suren und Geschichten der Propheten, die erwähnt wurden, und Jenseitsgeschichten, ist alles herabgesandt worden in der mekkanischen Zeit. Denn ein Merkmal der medinesischen Verse ist was? Dass sie sich mehr mit Ahkam, mit Regeln, Halal und Haram befassen. Aber ihr habt gesehen, all das, was dieser Scharlatan hier aufgezählt hat, hatte nichts mit Halal und Haram zu tun. Und das Gebet hat der Prophet a.s. schon vorher in Mekka gemacht. Ja, eyyuhal muzammil, qum al-layla illa qalila. O du Eingüllter, steh die Nacht außer wenig. Und wann wurde das fünfmalige Gebet zur Pflicht? Bei Isra al-Miraj. Wann? In der mekkanischen Zeit. So, wann hat er, wen sagen sie dann noch? Salman al-Farisi. Okay, nimm Salman al-Farisi. Salman al-Farisi hat an den Propheten geglaubt. Wenn ihr die Geschichte aus islamischen Quellen von Salman al-Farisi nimmt, dann müsst ihr an Salman al-Farisi glauben. Und Salman al-Farisi erzählt seine Geschichte, dass er bei bestimmten christlichen Predigern gelehrt hat, die ihm am Ende kurz vor ihrem Tod gesagt haben. Der Letzte hat ihm kurz vor seinem Tod gesagt, er hat gesagt, gibt es noch jemanden wie dich? Dann hat er gesagt, es gibt keinen mehr, aber in dieser Zeit wird der letzte Prophet auf diese Welt kommen und du erkennst ihn an folgenden Zeichen. Hat er ihm bestimmte Zeichen gegeben, die der Prophet später erkannt hat. Ich habe auch einen Vortrag über Salman al-Farisi gemacht. Und deswegen ist Salman al-Farisi auf die arabische Halbinsel und hat an den Propheten geglaubt und hat mit ihm gekämpft und hat ihn bestätigt. Das heißt, wie will der Prophet von Salman al-Farisi diese Informationen haben, wenn all die Geschichten, die er erzählt und die hier angekreidet werden, schon in der mekkanischen Zeit da waren? Dann wird erzählt, ein christlicher Schmied, der in Mekka gelebt hat. Erstens, Kontakte werden dort nicht wirklich erwähnt. Zweite Sache ist, dieser christliche Schmied konnte kein Arabisch. Aber der Koran ist die beste arabische Literatur. Das ist so, als wenn Shakespeare von irgendeinem Asylanten, der kein Englisch kann, seine Werke abgeschrieben hätte. Es ist absoluter Quatsch. Und selbst dieser Christ hätte keinen Zugang auf Persische und Ägyptische und dieses und Talmud und so weiter und so fort. Und das ist ja das Bemerkenswerte. Stellt euch jetzt mal vor, all diese Sachen hätten Übereinstimmung mit einem Buch. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt 19 Dinge, die ihr aufgezählt habt. Sirat, Brücke über die Hölle, Talmud A. Waage, Talmud A. Geschichte von Miraj, Buch, Talmud, Buch A. Geschichte dies, Talmud, Buch A. Dann könnte man wirklich auf die Idee kommen, vielleicht natürlich wir als Muslime nicht, aber als Nicht-Muslime hätte er dann die berechtigte Besorgnis zu glauben, dass er vielleicht Zugang zu diesem einen Buch hatte. Aber er pickt sich das hier raus und das da und macht, es ist unmöglich. Es ist sogar heute unmöglich. Oder sagen wir mal, heute nur mit den größten Schwierigkeiten möglich. Zur damaligen Zeit völlig unmöglich. Völlig unmöglich. Ja. Wie gesagt, das sind halt die Punkte, die diese Leute erwähnen. Genau, Mariam Kubtia habe ich erwähnt, wird übrigens auch gesagt, sie hat nachher an den Propheten geglaubt, die kam so viel später, Salman al-Farisi hat an ihn geglaubt, Warraq ibn Nawfal hat an ihn geglaubt, ja. All diese Leute, die sie erwähnen, haben an den Propheten Muhammad a.s. geglaubt, außer über diesen Schmied, weiß ich jetzt nicht genau, aber wie gesagt, diese Person fällt auch raus und selbst diese Person hätte nicht diese ganzen Informationen bringen können. So, was beweist uns das? Das zeigt uns wieder, und das ist das Bemerkenswerte. Guck mal, wie viel Mühe müssen diese Personen sich gemacht haben, um diese Informationen rauszusuchen? Wie viel Mühe müssen die sich gemacht haben? Und es ist wirklich sensationell. Sie machen sich so eine Mühe, um diese Sachen herauszuholen und am Ende nocken sie sich damit wieder selber aus. Sie schreiben Bücher und ich habe mehrere Vorträge gemacht. Eigentore von Missionaren, dreistige Lügen von Missionaren und so weiter und so fort. Sie geben sich Mühe, sie suchen hier und da verzweifelt nach irgendeinem Fehler im Koran. Und jedes Mal, wenn sie mit irgendwas kommen und denken, jetzt haben sie voll den Burner gebracht, voll das starke Argument gebracht,
dreht man ihnen dieses Argument komplett um den Hals. Ich habe das nicht mal nachgeprüft, ob das stimmt. Und ich sage hier ganz ehrlich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass 50% von dem, was er erzählt hat, leider gelogen ist. Warum leider? Weil wenn das alles wahr ist, das ist eigentlich ein hundertprozentiger, wir brauchen diesen Beweis, wir haben genügend Beweise, dass der Islam die Wahrheit ist. Aber das wäre nochmal ein hundertprozentiger Beweis dazu. Ich gehe davon aus, dass 50% von den Quellenangaben, die er gegeben hat, absolut falsch sind, dass da komplett was anderes steht. Weil das ist das, wie wir diese Scharlatane kennengelernt haben und immer wieder kennenlernen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ja, da gibt es einen Scharlatan aus Amerika, der behauptet, früher Muslim gewesen zu sein. Und in seinem Buch erwähnt er die Geschichte, dass Mohammed ja eigentlich gar nicht Mohammed hieß, sondern Kathim heißt. Und dann bringt er einen Hadith, eine Aussage, wo dann steht, er sollte Kathim genannt werden. Und dann sagte Amina zu ihm, ich habe im Traum gesehen, dass ich ihn Mohammed nennen sollte. So hat er ihn dann Mohammed genannt. Er schreibt auf Arabisch diese Stelle, فَأَخْبَرَتْهُ أُمُّهُ آمِنَا أَنَّهُ رَاد فِي الْمَنَامِ أَنْ يُسَمِّهِ مُحَمَّدًا فَالسَّمَاءُ مُحَمَّدًا. Und dann berichtete Amina ihm, dass sie im Traum gesehen hat, dass sie ihn Mohammed nennen kann. So hat er, Abdul Muttalib, ihn Mohammed genannt. Ja? Diese Stelle, auf Arabisch steht die, bei der Übersetzung steht die nicht. Und sie wollen dann so einen auf schlau machen, so nach dem Motto, sie wollen da so tun wie, wir wissen viel mehr über die Muslime als die Muslime, überhaupt die Religion, die haben alle gar keine Ahnung von der Religion. Das ist so die Taktik, die sie da haben. Nach dem Motto, die Muslime wissen noch nicht mal, wie er eigentlich heißt. Eigentlich heißt er gar nicht Mohammed. Verstehst du? So, das ist so, um sich selber in den Vordergrund zu schieben, dass man besonders viel Wissen hat. Die lassen eiskalt das Ende von dem Hadith raus, um darüber zu lügen. Und so habe ich das schon so häufig erlebt. Falsche Übersetzung, falsche Quellenangabe, Quellenangabe, die man gar nicht findet oder Quelle, die auch keine Quelle ist. Das ist auch etwas sehr Wichtiges, wenn wir mit Scheinargumenten gegenüber dem Islam reden. Guckt mal. Die Aussage von einem Gelehrten ist kein Beweis gegen den Islam. Wenn ein Gelehrter eine Fatwa macht, oder zu einem Urteil kommt, oder zu einem Tafsir kommt, was kann der Gelehrte gemacht haben? Der Gelehrte kann falsch liegen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Viele Gelehrte der damaligen Zeit, und wir respektieren die für ihr Wissen, aber in manchen Sachen haben sie halt nachgesinnt, was könnte die Weisheit sein der Beschneidung, zum Beispiel. Oder die Weisheit von das und das. Natürlich, Halal und Haram, ist das Halal, ist das Haram, ist das dieses oder jenes. Aber jetzt redet er über Weisheit, das heißt, er redet über das Wissen, was zur damaligen Zeit da war. Da gab es Gelehrte, die gesagt haben, die Beschneidung ist dazu da, ja, um die Schahwa, die Gelüste zu reduzieren. Das heißt, damit man nicht so viel Lust hat und die Gefahr, dass man in Sinna fällt, weniger da ist. Heute wissen wir, die Gelüste haben überhaupt nichts mit der Vorhaut zu tun. Die haben was mit den Hormonen zu tun. Hat nichts mit der Vorhaut zu tun. So, ist der Islam jetzt falsch, weil man bringt ein Dings? Das hat ja nicht der Prophet gesagt, a.s. Das steht ja nicht im Koran. Im Koran steht ja nicht, lasst euch beschneiden, weil ihr dann weniger Gelüste habt. Das steht nicht im Koran. So. Dann kommen sie mit schwachen Hadithen beispielsweise, Hadithe, die umstritten sind. Und zählen dann auf, ja hier steht doch da einem Hadith. Ja, nicht jeder Hadith ist authentisch. Deswegen gibt es eine Wissenschaft der Hadith, die man beachten muss. Und bevor und für die Brüder und Schwestern gebe ich hier den Ratschlag nochmal. Erstmal die eigene Religion lernen, bevor man sich mit Scheinargumenten den ganzen Tag beschäftigt und gar keine Antwort darauf hat. Und ich gebe euch hier mal ein Beispiel. Im Jahre 2000 gab es eine Debatte zwischen Zakir Naik und Dr. William Campbell. Dr. William Campbell ist ein evangelikaler Missionar, der mehrere Jahre in Marokko gelebt hat und mehrere Jahre in Tunesien. Er hat ein Buch geschrieben, Koran und Bibel im Licht der Wissenschaft, versucht dort die wissenschaftlichen Wunder im Koran zu widerlegen. Weil es im Koran viele Aussagen gibt, die der Prophet a.s. unmöglich zur damaligen Zeit wissen konnte.
Und da gibt es ein Buch, das wurde von einem gewissen Maurice, Dr. Maurice Bucaille aus Frankreich geschrieben, der dadurch den Islam angenommen hat, der ein Wissenschaftler ist, der diese Wunder mit bestätigt hat. Dr. Keith Moore beispielsweise, Embryologe aus Kanada, hat bestimmte Wunder über die Embryologie bestätigt. Das ist der Fachwissende, der am meisten Ahnung von der Embryologie hat. So. Dieser Dr. William Campbell fing dann an zu erzählen, dieses Wunder stimmt nicht, dieses Wunder stimmt nicht, dieses Wunder stimmt nicht. Zuerst müsst ihr euch vorstellen, sollte Dr. William Campbell reden. Thema war Koran und Bibel im Licht der Wissenschaft. Ihr könnt euch das auf Englisch angucken. Koran and Bible in the Light of Modern Science. Ja? So, und dann sollte Zakir Naik kommen. Ich zur damaligen Zeit, als ich den Dr. William Campbell seine Vorführung gesehen hatte, ich hatte gar keine Antwort darauf gehabt. Ich habe gedacht, puh, wie soll man darauf antworten, was er gerade gebracht hat? Durch sowas können schnell Scheinargumente, schnell Zweifel kommen oder Westwest kommen. Dann kam Dr. Zakir Naik und er hat ihn sowas von rasiert. So was hast du noch nicht gesehen. Jedes Argument, was der gebracht hat, hat er den komplett zerstört. Komplett zerstört. Zum Beispiel, ja, wir haben auf der Erde Berge gemacht, damit sie nicht mit ihren wanken. Dann sagt er, aber in Gebirgen gibt es auch Erdbeben. So. Denkst du, ja. Dann sagt Zakir Naik, da steht nicht Erdbeben. Da steht nichts von Zilzal, von Erdbeben. Da steht, damit die Erde nicht mit ihrem wanke. Heute wissen wir Plattentektonik. Wir haben verschiedene Platten. Ja? Und diese Platten werden durch die Berge, es wird dadurch auch mit verhindert, dass die übereinander gehen, damit die Erde nicht mit ihnen wanke. Dann erzählt er, ja, ich habe mit Dr. Keith Moore geredet und er hat gesagt, das stimmt gar nicht mit der Embryologie. Dann sagt er, Doktor, dann sagt er, sagt er, na, guck mal, hier habe ich ein Buch von Dr. Keith Moore mit seiner Unterschrift. Das ist das Buch von Dr. Keith Moore. Und hier haben wir eine Videoaufnahme, wo er das Wunder bestätigt. Wem glaubt ihr mehr? Dem Buch von Dr. Keith Moore, der Videoaufnahme von Dr. Keith Moore oder der persönlichen Konversation von Dr. William Campbell mit Dr. Keith Moore? Das war die einfach nur Lüge. Und dann hat er Widersprüche in der Bibel aufgezählt, ohne Ende. Und der Dr. William Campbell konnte nicht einen einzigen Widerspruch klären. Aber wisst ihr auch warum? Weil diese Leute sich in der Regel gar nicht damit beschäftigen. Ihnen geht es nicht darum, ihre Religion zu verteidigen. Ich hatte gestern jemanden, er wollte von mir wissen, er wollte von mir einen Beweis haben, dass die Bibel verfälscht ist. Ja? Sogar zwei. Ich habe das mit zwei gemacht. Genau. Gestern und vorgestern oder die letzten Tage. Dann habe ich ihm Beispiele gebracht, wo die Bibel verfälscht ist. Habe ich ihm Esra 2, Nehemia 7, verschiedene Zahlen von einem und selben Stamm, der ausgegangen ist in Babylon. Ich habe nur einen gebracht. Was macht er? Der weicht einfach aus und fängt mit einem neuen Thema an. Der nächste kommt und sagt, ja klar, also die Erklärung des anderen war gewesen, ich habe sogar einen Screenshot davon, genau. Die Erklärung des anderen war gewesen. Ich hoffe, finde den jetzt sofort. Ja, genau. So. Ich habe ihm geschrieben. Also er muss erstmal frech werden. Dir ist schon klar, dass Gott es bestätigt hat, dass Jesus sein Sohn ist. Matthäus so und so viel, dann zählt er einen Bibelvers auf. Dann habe ich geschrieben, dir ist schon klar, dass die Bibel nicht vertrauenswürdig ist. Beispiel, laut Esra 2 wanderten vom Stamm Arach 775 aus Babylonien aus. Laut Nehemia 7 wanderten vom selben Stamm 652 aus. 775 ist nicht 652. Nimm deinen Hochmut und Hass gegenüber uns aus deinem Herzen. So, jetzt kommt seine Antwort. Ich habe diesen Vers gesehen und zwar zwei Leute haben Zählungen gemacht, die manche Zahlen stimmen überein und manche nicht. Es waren 100.000 Menschen. Ist doch normal, dass bei der Zählung Fehler auftauchen. Esra hat so viele gezählt und Nehemia und manche andere Zahl, aber Fakt ist, dieses Ereignis hat stattgefunden. Das stimmt, das Ereignis hat stattgefunden, aber das sind ja nun mal unterschiedliche Zahlen für dasselbe Ereignis. So, dann habe ich ihm geschrieben. Nein, wenn alles gleich wäre, dann wären beide eventuell von Gott ins. Dann hier genau. Wenn alles gleich, dann schreibt er, dieses Ereignis hat stattgefunden. Wenn alles gleich wäre, dann hätten sie abgeguckt. Also wenn alle das Gleiche geschrieben haben, dann hätten sie abgeguckt. Das ist jetzt seine Logik. Okay, alle vier Evangelien sagen, dass Jesus gekreuzigt ist, die haben also voneinander abgeschrieben.
You can't fix stupid. Was willst du dazu sagen? Nein, wenn alles gleich wäre, dann beide eventuell von Gott inspiriert geleitet. Aber so kann mindestens einer nicht von Gott geleitet sein. Lerne logisch zu denken. Gott macht keine Fehler. Mindestens einer hat einen Fehler gemacht. Es passieren immer Fehler, aber Gott passieren keine Fehler. Dann schreibt er hier noch, ja, es gibt auch schwarze Zahlen in Deutschland. Da habe ich geschrieben, es gibt immer schwarze Zahlen auch in Deutschland. Sind die deutschen Ämter Propheten, die behaupten, das Wort Gottes aufzuschreiben? Wie gesagt, das ist halt das Problem, was wir mit solchen Leuten haben, dass man die Wahrheit nicht sehen will. Man muss die Wahrheit sehen wollen. Wenn jemand etwas nicht sehen will, sieht das auch nicht. Ja? Die Mutter, der Sohn macht ein Geständnis, dann sagt sie trotzdem, ja, das Geständnis ist erlogen, die haben ihn unter Druck gesetzt. Die finden seine DNA, ja, der war vorher bestimmt da in dem Raum drin gewesen und deswegen ist die DNA da. Die finden seine Fingerabdrücke an der Fensterbank, nee, der ist nicht da eingebrochen, der hat die Fenster sauber gemacht, der hat da als Gärtner gearbeitet. Ja, die finden die Blut, die finden die Mordwaffe in seiner Hand. Ja, nein, der hat dem Mörder gerade die Waffe abgenommen. So ist das halt. Deswegen, Alhamdulillah, dass wir der Wahrheit folgen. Alhamdulillah, ala ni'mat al-Islam. Akulu kauli hadha, wa astaghfiru li wa lakum, wa sa'il muslimin. Subhanaka rumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.